Wie würde Werder Bremen in den anderen Top-Ligen abschneiden? Das finden wir raus. Fangen wir diesmal mit der Serie A an. Und zwar ist dort Bremen am Ende auf dem 10. Platz gelandet. Und tatsächlich, die große Überraschung ist im Pokal gelungen. Und zwar konnte man dort das Finale erreichen und dann sogar im Elfmeterschießen gegen Neapel sich den Pokal sichern. Springen wir jetzt zur Premier League. Und zwar in der härtesten Liga der Welt konnte Werder Bremen am Ende der Saison auf dem 13. Platz landen. Und im FA Cup ist man leider in Runde 4 schon gegen Tottenham rausgeflogen. Jedoch bestand noch im Carabao Cup die Chance, aber dort war auch in Runde 3 gegen Birmingham City Schluss. Kommen wir jetzt zu La Liga und wir sehen es, 15. Platz für Werder Bremen, also die Klasse halten sie, aber wirklich um europäische Plätze kämpfen sie nicht mit. In der Copa de España ist man dann direkt auch schon rausgeflogen, weil man auch schon gegen Real Sociedad spielen musste. Kommen wir jetzt zum Schluss noch zur französischen Liga und zwar ist es dort 11. Platz nur für Werder Bremen am Ende der Saison und auch im Pokal ist man schon recht früh ausgeschieden im Achtelfinale gegen Stade Troyes.